In diesem Video zeige ich euch nochmal, wie man den Corona-Code abfragt, wenn man einen Schnelltest hatte als Reiserückkehrer. Und zwar dieses Mal in Kurzfassung. Und zwar haben wir ein Smartphone, ein Android-Handy und da gehen wir jetzt in den Play Store und laden die Corona-App runter. Und dann lesen wir anschließend diesen Test hier ein, der hier unten auf dem Zettel ist, als man euch das Wattestäbchen reingesteckt hat. Und dann steht drin, Test ist noch nicht erledigt, noch nicht fertig oder so, aber binnen 48 Stunden, das heißt morgen Mittag, müsste man dann wissen, was rauskommt. Also erstmal installieren. Unser Handy und unserem Handy haben wir irgendwo dieses Symbol für Play Store. Dann sagen wir in diesem Play Store Corona App. Da kommt auch schon Corona App Deutsch. Corona App Deutsch. Das ist ja auch schon hier oben angezeigt. Jetzt sagen wir installieren. Rezession 3. So, Installation ist fertig. Dieser Button ist da. Jetzt sagen wir öffnen. Beim Öffnen sagen wir hier, los geht's. Wir sagen Datenschutz weiter. Wir können jetzt runterscrollen. Sagen wir Risikoermittlung aktivieren. Das ist das, wenn jetzt zwei Leute sind, dass man das hat. Also, brauchen wir eigentlich. Ja, machen wir aktivieren, okay. Dann sagen wir, wir wollen, dass wir, wenn jemand anders in der Nähe ist, dass das dann getestet wird und gezeigt wird. Signalstärke, Bewegung, bla bla. Falls Sie positiv getestet werden, teilt Sie es bitte über die Corona-Warn-App mit. Genau das machen wir anschließend. Warnung erhalten, Risiko, bla 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 bla, okay. Erlauben, Hintergrundaktivität erlauben. Das ist damit, wenn es aus ist, wenn es Bluetooth läuft und der Deckel ist zu, dass es trotzdem im Hintergrund läuft. Optimierung des Akkuverbrauchs, man schaltet es ja nachher so oder so aus wieder. Wir sagen zulassen. Wir lassen sich ja dann nachher aus und wir sagen so, und jetzt steht es hier. Wenn wir jetzt diese Corona-App haben, steht gleich am Anfang dran, wurden Sie getestet? Ja. Deswegen machen wir das, informieren. So funktioniert das Corona-Warnsystem, TAN und so weiter. Und jetzt haben wir den QR-Code. Genau das wollen wir wissen. QR-Code erlauben, zulassen. Dann nehmen wir den Zettel. Und guckt uns den Zettel an. Jetzt hat er gesagt, Test ist erfolgreich hinzugefügt. Ihr Test wurde in der Corona-Warn-App registriert. Testergebnis noch nicht verfügbar. Und das kann man jetzt jederzeit aktualisieren, wenn man möchte. Danach könnt ihr natürlich die App schließen. Und jetzt könnt ihr jederzeit, wann immer ihr wollt, die Corona-App, die legen wir natürlich auf den Startbildschirm, da liegt sie jetzt. Die könnt ihr jetzt jederzeit aufmachen und dann braucht ihr nur euren Test anzeigen. Da steht jetzt drin, ist nicht verfügbar. Und bitte macht eins nicht, Test entfernen, das habe ich gemacht. Dann könnt ihr nämlich dieses Ding vergessen, man kommt da nie mehr rein. Das ist ja ganz, ganz große Fallschläge, das bitte auf keinen Fall drücke. Ich habe es gemacht, weil ich das Video drehen wollte, seither kann ich meinen Test nicht mehr aufrufen. Das war jetzt mein Video zu, wie prüfen wir, ob wir Corona hatten oder nicht. Und wie immer machen wir, wie alle, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch, das ist ja fast egal, hinterlasst ein Abo und kommentiert. Kommentieren kommt auch gut, ja. Auch wenn es vielleicht nicht so gut war. Ja, okay. Und dann könnt ihr natürlich auch ein Like hinterlassen. Würde mich auch ganz sehr freuen.